Ach so, ich lief hier schon rum, klick hier Enter und rum und aber ich habe nicht auf die schwarzen Flecken geachtet. Bäh, dämlich. Der Wischer ist zu trocken, um noch Dreck entfernen zu können. Was? Dann wisch ihn gefälligst. Dann wisch ihn nass. Kipp den Eimer aus. Kann man hier auch wischen? Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube es ja wohl nicht. Mach schneller, du Wischer. Du kleiner, dreckiger Wischer. So, letztes Mal eintunken. Und das Schiff glänzt. So schnell wische ich auch in echt. Du willst schon fertig sein? Na, das sehe ich mir dann jetzt mal an, Moses. Da soll mich doch der Kraken packen. Das ist das sauberste Deck, das ich jemals gesehen habe. Du hältst 50 Erfahrung. Tja, zur Belohnung hast du 2 Stunden frei. 2 Stunden sind oben, kommst du zur Arbeit. Oh, hier sind aber viele am Schlafen. Psst, der Junge. Psst, der Junge. Ja, ich weiß, dass ich der Junge bin. Du nimmst etwas Zwieback. Finger weg, Jim. Der Vogel gehört dem Squire. Er hat ihn schließlich auch erlegt. Ich habe noch niemanden gesehen, der Möwe ist. Das hat der Kapitän im Squire auch klar zu machen versucht. Du kannst dir denken, was passiert ist. Silvers Küche ist gut bestückt. Hier an Bord gibt es sogar Käse. Ein riesiges Fass mit gepökeltem. Ein riesigem Fass mit Dörfel. Ein riesiges Fleisch. Interessant, was für Formen unsere Küchenabfälle so annehmen können. Unter dem obersten Teller ist ein weiterer Teller. Unter diesen ist wiederum einer. Da sich dieses System fortsetzt, scheint es sich um einen Tellerstapel zu handeln. Aha, ein Tellerstapel. Vielen Dank, liebe Stimme aus dem Hintergrund. Keine Ursache. Silvers Spezialität. Das Spiegelei ist unten pechschwarz und oben noch schön glibberig. Die Seeleute lieben es. Zum Entern, zum Entern, zum Entern! Ein großer Topf, um viele hungrige Mäuler zu stopfen. Grüß dich, Jim. Ich muss sagen, du gibst einen ganz fabelhaften Seemann ab. Das klang irgendwie anders, oder? Das sagen sie doch nur so. Als ob der alte John Silver freigiebig mit seinem Lob wäre. Ha, es ist wie ich es sage. Du erinnerst mich an meine Zeiten als Schiffsjunge. Ich war ein genauso flinkes Kerlchen wie du. Oh, wirklich? Was ist eigentlich mit dem Bein? Dr. Rox, nicht so rum, Jim. Das ist nichts, wofür sich ein aufrechter Seemann zu schämen bräuchte. Das Bein habe ich König George gelassen. Geht? Was war denn das für ein König? Hahaha, das war doch nur so eine Redensart. Jim, ich war Matrose in des Königs Diensten. Und als es gegen die verfluchten Franzosen ging, spüre ich doch auf einmal ein Reißen an der Hüfte. Ich sehe hinunter und was erblicke ich? Nichts. Das ganze Bein wurde von der Kanonenkugel mitgerissen. Aber blase ich deshalb Trübsal. Ha, für unseren wackeren König gebe ich dir auch noch das andere Bein her. Arr. Das sagen sie doch nur so. Das würde jetzt passen. Ich muss weiter. Immer fleißig, immer auf Trab. Das ist unser braver Jim. Pass auf dich auf, Junge. Arr. Da bringe ich dem Typen da unten mal seinen Zwiebelback. Oh, Retz. Eines der dickbäuchigen Trinkwasserfässer. Warte mal, ich muss so. So, jetzt kann ich auch Enter drücken. Warte. Ich hab's. Komm schon. Nein. Ah, yes. Bam. I killed the rat. Die Kisten interessieren dich nicht sonderlich, aber er weiß, das wird sich möglicherweise ändern.
die Kisten interessieren. Aber das wird sich irgendwas ändern. Ein Fass mit frischen Äpfeln. Ich glaube, an einen komme ich noch ran. Du nimmst einen Apfel. Die Kisten... Oh. Komisch. Ich dachte nur, der Kapitän hätte eine Seekarte. Was macht die eigentlich hier? Eigenartig. Sehr eigenartig. Die Kisten. Da ist noch eine andere Kiste. Die Kisten. Die Kisten. Die Kiste. Ich komme da nicht rein. Zwieback. Das ist Labsal für den geschundenen Magen. Ich spüre eine gewisse Belebung, aber ich glaube, dass mir nicht raten. Sie wollen noch etwas im Bett liegen bleiben und ich soll noch etwas bringen. Teufel, oh Freund Jim, du bist ein gewitzter Bursche. Genau das möchte ich. Bring mir einen Apfel, aber keinen fauligen, sondern einen von den frischen, die immer ganz unten liegen. Du weißt schon, irgendwo an Bord steht auch dieses große Fass mit Äpfeln. Bring mir meinen Apfel, Jim. Ein Seil, ich werde es einfach liegen lassen. Ich werde es einfach liegen lassen. Gibt uns Molle diesen verdorbenen Seemann. Verteufelt nochmal. How does one go on this? Dann will ich versuchen, einen von den Äpfeln am Fußboden zu erwischen. Na jetzt aber. Klettern kann ich wie ein Affe. Das war ja klar, den schönsten Apfel habe ich bei der Landung zertreten. Achso, deswegen ist er da drin gelandet. Na komm schon, runter mit dir. Der alte John Silver wartet nicht gern. Und es kann es auch bestimmt ganz bestimmt niemand hören. Hier liegt nicht mal eine Maus auf der Lauer. Dann bist du endlich überzeugt. Schließt er dich uns an. Und es lohnt sich bestimmt? So wahr ich und der Flint mein Bein verloren habe, Jungchen. Die Sache ist idiotensicher. Die Kerle, die das Schiff unterhalten, wissen, wo die Schätze des alten Flint liegen. Und das sind Schätze. Wenn ich von dieser Fahrt ankomme, setze ich mich als nobler Herr zur Ruhe. Ich hab's nur genau überrundet. Wir warten in Ruhe ab, bis uns die Kerne zum Schatzversteck geführt haben. Dann graben wir brav alles. Aber wann schlagen wir den Zug? So, jetzt hab ich zu sagen, wenn der... Wann? So spät wie irgend möglich. Kapitän Smollett soll uns noch schön übers Meer kutschieren, bis wir die Kontrolle übernehmen. Wenn ihr lange genug ruhig halten könntet, würde ich glatt erst 5 Seemeilen vor dem Heimathafen das Zeichen zur Meuterei geben. Und mein Anteil? Bekomme ich auch genug ab, damit sich mein Risiko auszahlt? Du bist ein tapferer, gescheiter Junge. Nie habe ich mich mit meinen Augen einen vielversprechenden... Nie habe ich mit meinen Augen einen vielversprechenderen Glücksritter zu sehen bekommen als dich. Also gut, ich bin dabei. Ich habe doch etwas gehört. Hey, Silver, was glaubst du hier unten? Ich habe einen weiteren Mitstreiter für unsere Sachen gefunden. Nun haben wir mehr als die Hälfte bei uns. Mensch, das ist nicht immer so viel. Komm an Deck, stell's Fuß. Wir haben Land entdeckt. Land, Silver, wir haben Flints Schatzinsel erreicht. Flints Insel. Ha, hin noch mit euch, Kerle. Steht mir nicht im Weg. Die will ich mit eigenen Augen sehen. Bald. Schon sehr bald. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für einen guten Plan. Ja, den Apfel hast du mitgenommen? Ja, was ist jetzt mit dem Apfel? Vergiss den Apfel doch nicht. Das war eine wichtige Aufgabe. Die Insel sieht aus wie ein Berg, der aus dem Meer lag. Oder eher wie 3 Berge. Na Junge, Silver scheint ja einen Narren an dir gefressen zu haben. Oder der Narren hat einen Silver gefressen.
Na, Jim, bist du nicht schon ganz aufgeregt, die Insel da zu betreten? Ja, Herr Silver. Was spreche ich hier überhaupt an? Hast doch was. Nein, nein, ich bin nur so aufgeregt, endlich Land zu sehen. Steck nicht mehr deine Nase nicht in alles rein. Zweimal nicht, heißt aber doch. Wie, hä? Was jetzt? Jetzt bloß nicht frech, Lümmel. Aufhängen, aufhängen, aufhängen. Wen willst du aufhängen? Der Anker ist unten, jetzt geht's an Land. Ach so. Ich dachte, der Herr hat keinen Sinn, aber klar. Fährt sich mit dem Schiff direkt an die Insel. Eine Insel mit zwei Bergen und einem tiefen, weiten Meer. Nee, warte. Es sind drei Berge. Posten. Nach ein paar Wochen auf See vergesse ich immer, dass es auch trockene Stellen auf der Welt gibt. Wie heißen die nochmal? Land? Ah ja, Land. Ha. Land, Land, Land. Ganz begierig überzusetzen. Und wer hält dann mein schönes Deckblatt blank? Hoffentlich gibt es da drüben kühle Quellen. Seit Tagen quält mich diese widerliche Hitze. Jetzt hat das Decksturm erstmal ein Ende. Mann, 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 das sieht ganz so aus, als ob bald wieder Frischfleisch auf den Teller steht. Wer nur ein paar Ziegen schießen. Na, bam, ja. Die Insel sieht aber ungemütlich aus. Da habe ich schon bessere Tropenparadiese gesehen in den Jungen. Lino Hawkins, Land, wir haben die Schatzinsel erreicht. Wir haben Piraten an Bord, Squire. Ein ernstes Problem. Ich werde es mit unserem besten Mann besprechen, Silver. Aber genau der ist der Kopf der ganzen Bande. Ausgerechnet Silver. Ich will dir mir einiges auf meine Menschenkenntnis ein, Hawkins. Und die sagt mir, ich habe Silver eben gerade gehört, wie er eine Meuterei plant. Dass dieser Silver ein Schurke übelsten Formats ist. So wie ich es die ganze Zeit über vermutete. Wir müssen Kriegsdraht halten. Sag dem Doktor und dem Kapitän Bescheid, Hawkins. Aber unauffällig. Wir gehen dann einer nach dem anderen ganz harmlos nach unten und beratschlagen, was zu tun ist. Und wenn ihr wieder zurückkommt, gehört die ganze Mannschaft zu den anderen. Gleich darauf stiegen die drei Herren hinab. Und nicht lange nachher kam Befehl herauf, Jim Hawkins solle in die Kajüte kommen. Und das also ist die Lage, meine Herren. Piraten sind auf unserem Schiff. Sie sind in der Überzahl. Und sie planen eine Meuterei. Schock, shit, wenn ich den erwische, dem wir alles zu verdanken haben. Ändern können wir das ohnehin nicht mehr. Sehen wir also lieber nach vorn und fragen, was ist zu tun? Das war jetzt an einer unpassenden Stelle. Wir haben zwei Strümpfe. Erstens, die Piraten wissen nicht, dass wir dank Jim Bescheid wissen. Das hast du gut gemacht, Junge. Danke, Herr. Zweitens, noch bleibt uns Zeit. Und die können wir nutzen, denn noch gibt es zuverlässige Leute an Bord. Wenn wir den Zeitpunkt des Kampfes bestimmen, haben wir das Moment der Überraschung auf unserer Seite. Ein Kampf, das scheint auch mir unausweichlich. Aber wir müssen uns aller Schusswaffen an Bord versichern. Dann mag es gelingen. Algen, Pest und Transuppe. Die Flinten sind im Laderaum. Die kommen wieder unauffällig heran. Ich hole sie. Du, Freund Jim. Kein Unsinn, Hawkins. Das ist Männerarbeit. Der Junge ist klein und scheinbar harmlos. Er wird sich von uns allen am leichtesten in den Laderaum begeben können, ohne Verdacht zu wecken. Und seine Tapferkeit hat er schon bewiesen. Also dann, junger Mann. Im Laderaum sind fünf Kisten mit Flinten. Bring uns ihren Inhalt. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kapitän. Hui, hui. Dum, 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 dum. Ja, komm einmal ran, Narr. Du wurdest doch vom alten Ramonto persönlich ausgebildet, stimmt's? Dann hab's selber, haha, Ramonto, da, das war ein Kerl. Halt, hier keine Volksreden, schnapp dir lieber einen Kameraden und halte deine Augen und lade drauf. Ich glaube zwar nicht, dass jemand Verdacht geschöpft hat, aber ich gehe lieber davon sicher. Arr. Hey, Silver.
Komm mit, wir sollen im Lager da mal nach rechts sehen. Oder nach dem Link. Sagt wer? Sagt Silver. Aber du kannst ja gerne über seine Anordnung mit ihm persönlich reden. Gut, schon gut, gehen wir. So, da wollte ich doch nur an Deck kommen. Darf ich... Achso, er will noch was sagen. Wie soll ich jetzt an den beiden vorbeikommen? Hui, hui, frische Luft zum Spielen, hui, hui. Hatte ich nicht eben eine Aufgabe? Hui. Ich hätte gedacht, das leise sie noch vor unserer Ankunft zu erfahren. Man fühlt sich ja wie ein einfacher Matrose. Du bist niedriger als ein einfacher Matrose. Ich könnte ja mal wieder speichern. Das sieht nach einem Minispiel aus. Achte darauf, nicht in die Blickrichtung. Der Pirat zu kriegen, sobald du auch nur von einem Wächter gesehen wirst. Please. Was mache ich da eigentlich? Du automatisch und lässt alles fallen. Dann hole mal die, Waffen. Hier ist keine Flinte. Du nimmst eine Flinte. Du nimmst eine Flinte. Hier ist keine Flinte. Hier ist keine Flinte. Hier ist keine Flinte. Arr, da ist doch einer. Mist, da hat mich einer entdeckt. Hier ist eine Flinte. Hier ist keine Flinte. Du nimmst eine Flinte. Hier ist keine Flinte. Du nimmst keine Flinte.